Hallöchen, meine Lieben, hier ist wieder eure Seth und es geht natürlich weiter mit einer neuen Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Wir waren ja runtergefallen. Klönk, 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 klönk. Okay, cool. Genau, hier hatten wir noch eine Kiste. Halsband der Rebellion. Das klingt doch gut. Weil Red bräuchte eh eine neue Waffe. Sichelklauen. Ein Halsband, das in der Kriegszeit als Zeichen der Rebellion angefertigt wurde. Sieht doch gar nicht mal so hässlich aus, muss ich sagen. Nehmen wir. Und. Rachsüchtig wieder Auferstehung. Lädt nach Behebung von Kampffähigkeit die Rächerleiste auf. So, nehmen wir das mit. Hier haben wir präzise Abwehr. Toxin nehmen wir mal raus. Ich hätte eigentlich ganz gerne eine Heilmaterie noch. Nimm die Eris mal kurz weg. So, Lederreif. Ich hätte gerne mehr Materia-Slots bei Red. Nimm mal Frost noch dazu. Gewitterstielen. Wobei ich könnte ihm noch Chakra geben. Oh, ich habe nur dreimal Chakra, ne? Warte mal, da ist doch ein Automat. 2000 Gil habe ich auch noch. Chakra, nehme ich noch eine. Ja, dafür reicht mein Gil leider nicht. Ich habe 1000. Wobei die beiden haben relativ viel Lebenspunkte. Mit 2000 sind die schon gut dabei. Tifa und Eris haben deutlich weniger Lebenspunkte. Oh. Dein Glück hat dich wohl verlassen. Stücke, nicht so nah! Das tut weh! Du bist am Zug! So, Fähigkeiten. Barret. Los! Keinen Kopf zerfleisch dich! Beenden wir's! Die Stücke! Versuch es euch, kleines Geschöpf! Entzwei! Töre schon genug? Ich bin was das. Ich glaube, ich muss mächtige Abwehr rausnehmen. Ich. Asche zu Asche. Keinen Kopf. Los. Töre. Versuch es euch. So einfach. Schluss jetzt. Ich weiche nicht. Mann, ich setz immer. Diese Strafe. So, bei Rhythm ist vor dir noch. Attacke! Nun. Attacke! In Stücke! Nicht gut. Hier. Was gibt's? Töricht. Danke. Das passable Ergebnis. Ich muss das ändern. Also mächtige Abwehr wird an sich natürlich nicht schlecht sein. Blockt Angriffe, lädt Rächerleiste auf. Aber es macht mich wahnsinnig. Jedes Mal mache ich da das, weil auf bei anderen Charakteren auf Kreis liegt halt auch ein Angriff und das macht mich. Warte, 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 warte. Da will ich nicht hin. Was hat Barret? Ja, der hat maximale Wut auf Kreis. Und das ist auch eine der Fähigkeiten, die ich eigentlich so gut wie immer benutze. Extra Magazin. Warte mal, das ist so ausgegraut. Ich muss mal kurz lesen. Lädt spezielle Munition, die die Attacke und Schockpotenzial von Angriff und Feuerstoß erhöht.
Muss ich gleich mal gucken. Boah. Und jetzt, wie sollen wir raufkommen? Wie wäre es damit? Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Wurzeln, würde ich sagen. Ja. Ich guck mir erstmal noch den anderen Weg an. Ach ja, okay. Aus dem Weg! Hab ich! Ich zähle auf meinen dich! Auftritt. Der Loom wird nicht lange dauern. Jetzt geht's rund. Das ist gut. Weiter. Cool. Eine Ätherknolle. Haben wir hier hinten in der Ecke vielleicht noch was, was ich vielleicht nicht gesehen habe? Oh. Na, ein paar Pflänzchen haben wir zumindest. Aber ansonsten, nee, das ist so weiter nix. Ich sehe da hinten eine Materia leuchten. MP Boost. Ja gut, den brauche ich jetzt mit den beiden, glaube ich, eher nicht. Aber Aeris wird sich da bestimmt irgendwann drüber freuen. Glaube ich. Nochmal Eisenerz, das können wir auch gebrauchen. So, ich nehme die halbe Höhle aus dann. Oh Mann. Holz. Wahrscheinlich ein bisschen älteres Holz, aber naja. Glaube ich nicht so. Doch. Ich glaube, da hatte ich schon genügend nachgeguckt. Ich glaube, da war soweit dann nichts. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und irgendwas übersehe und das ist vollkommen okay.
Verzieh dich! Na? Vergiss es! Attacke! 1000 Schuss und kein Schuss, Danny! Du bist am Zug! Los! Nimm das! Los jetzt! Los! Ich seh dich! Los! Bin dabei! Jetzt! Gut, da sind wir! Da geht noch was! Ich seh dich! Ich zerfleisch das Vieh, schmeck dir das! Im Abschied! Hab dich! Verzieh dich! Schluss jetzt! Attacke! Der Sieg ist nah! Angriff! Jetzt geht's los! Angriff! Okay, ist natürlich ein bisschen blöd, dass genau die beiden nicht effektiv. Also, dass die Gegner halt nicht effektiv gegen physischen Schaden sind. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Hat's ja ein bisschen leichter als wir. Warum sind hier mehrere? Warte mal. Hier oben ist noch ein Weg. Cool. Kann ich runter? Ja, danke. Eisenerz. Dann nehme ich das nämlich alles noch wunderbar mit. Na komm, boah. Lass dich einsammeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier oben auch einfach irgendwie runterfahren kann. So, wir sind zumindest weiter oben. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das auch im richtigen Leben funktioniert. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, die meisten Steine sind ziemlich unbeeindruckt von ein paar, ja, von ein paar Patronen. Haben wir noch? Okay. Jetzt bin ich weiter oben. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay. Das ist wieder eine von den Markierungen, die mir nicht direkt auf der Karte angezeigt werden. Haben wir hier noch was? Nö. Ah, da hinten. Der Stein ist davor. Ah, okay. Hui. Okay. Die sieht man teilweise ein bisschen schlechter, aber ich finde es auch schön, dass die Kanten nicht immer gelb sind. Und dass man dann halt... Man sieht es zwar schlechter, aber... Es ist jetzt nicht so, als würde man es gar nicht sehen. Mithril Grubenbau. Oh, das ist ein großes Fliegeviech. Oh, Fliegeviecher. Ein größeres Fliegeviech, sagen wir es so. Für heuer ist es zu spät. Nicht gut. Mehr ist nicht drin. Ja. Hab was für dich. Verzieh dich. Da geht noch. Schön alle Kugeln schlucken.
Ich zähle auf dich. Dann bin ich wohl dran. Ich sehe dich. Hol an. Jetzt. Wird nicht lange dauern. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein Drache? Das war ein Drache? Hä? Ja. Keine Ahnung, sah jetzt für mich aus wie irgendein Insektenfliegeviech. Okay, Kiste. Viecher. Loot. Nehme ich mit. Muss sagen, die Mine gefällt mir wirklich. Die ist vom... die hätte ich fast nicht gesehen. Schluss mit lustig. Asche zu Asche. Wie 1000 Schuss und kein Schuss daneben. Das wäre geschafft. Hast du noch was Schönes? Ungeheuerknochen. Naja, immerhin. Ganz kurz, gibt es unter Synthese noch irgendwie was Neues? Gnade des Planeten. Ja gut, Gnade des Planeten habe ich gerade noch nicht. Schutzweste. Seelenohrring. Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das ist es. Zwar zerbricht dabei. Den kenne ich, den hatten wir vorher auch schon im Remake. Bestimmt gibt es hier noch mehr Sachen, die wir im Remake schon hatten. Wie wahrscheinlich die Weste. Die stelle ich auch einmal her. Da gucke ich gleich mal, ob ich die Barrett einfach in die Hand drücken kann. Die mache ich auch mal. Dich auch und dich auch. So, jetzt haben wir Stufe 6 in der Synthese. Mix Supertrank. Das hört sich gut an. Super Spray. Aber dafür brauche ich Gnade des Planeten. Ich habe aktuell keine Gnade. nee, sortieren will ich das nicht. Materialinfo. Der Segen des Planeten in seiner friedlichsten Manifestation. Vorkommen, Graslandregion unbekannt. Unbekannt finde ich auch toll. Eine Goldnadel. Cool. Gegenstände, ich muss mal mich zwischendurch ein bisschen heilen. Das passable Ergebnis. Okay, die kann ich auch schieben. Die werde ich wahrscheinlich gebrauchen können, ne? Die steht hier nicht ohne... Ah ja, da vorne, ich sehe es, für die Kiste brauche ich die. Ich sehe gerade nicht nur für die Kiste, sondern auch noch für den anderen Weg. Eben hergestellt, ne? Jetzt loote ich es auch nochmal. So, Kupferarmreif. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist die hier die Schutzweste? Hier ist sie. Okay. Dann nehme ich die. Kupo-Talisman. Fangen überhaupt. In seltenen Fällen und so.
In seltenen Fällen. Ich finde solche Infos auch immer toll. Er erhöht in seltenen Fällen die Anzahl der eingesammelten Materialien. Keine Ahnung, gib mir doch eine Prozentzahl. Ich weiß immer nicht, was das soll. Ja gut, aber die... Den kann er aber erstmal behalten. Weil TP sind nicht schlecht und... Boah. So, dann werden wir gleich nochmal die Weichen neu stellen, damit wir auch in die andere Richtung kommen. Ich habe schon gesehen, Spiel. Na, Red, nicht davor stehen. Ich will dich nicht zerquetschen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir sollten eigentlich gleich wieder bei den anderen sein. Noch ein Segen des Planeten. Oh, oh. Warte. Ach, Gnade des Planeten brauche ich für die. Okay, das sind die höheren dann. Magisches Pulver. Noch mehr Muki-Medaillen. Das sieht cool aus. Na komm. Was stehen die da wie angewurzelt rum? Mhm. Oh, Barrett! Hey! Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? Hey. Macht dann 2000! Klar? Sehr lustig. Aber verdient. Okay, wir müssen den da loskriegen, damit wir das da machen können. Komm ich da so hoch? Nee. Muss nicht. Warte mal. Ein Barrett-Spezial!
Achso, da ist noch jemand. Das bessere das Ergebnis. Okay, mal hinsetzen. Wenn da was zum Heilen ist, dann muss ich wahrscheinlich in die Richtung. Ich guck noch kurz, weil hier scheint es wieder Angebote zu geben. Noch eine Phönixfeder. Phönixfeder nehme ich immer mit. Die kann man immer gebrauchen. Okay, scheinbar muss ich hier erst dieses Tor aufmachen, bevor es weiter geht. Ich mache hier das schon mal. Das kann nicht so verkehrt sein. Der Stein sieht auch so aus, als müsste er weg. Wow. Holz, noch mehr Sägen. Na, kannst du mal den anderen Sägen auch noch aufheben, Barrett? Danke. So, okay. Ne, das sieht falsch aus. Aber ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Weiche wurde umgestellt. Wahrscheinlich. Ja. Ist. Warum leuchtet das da? Aber da gab es noch eine andere Leiter unten. Warte mal, das kann sein, dass die für Cloud und die anderen ist, ne? Ich will nur kurz gucken. Handgranate. Eine Kiste. 1000 Gold. Es muss einen Weg geben, den Container da runterzuholen. Ja. Ich habe auch schon den Plan dafür. Lass mich nur machen. Achso, okay. Der macht nicht weiter, wenn ich die Kamera scheinbar drehe. Okay, naja. So. Mensch. Komm. Ein bisschen zu rutschig manchmal. Gut gemacht. Hey. 2000. Wehe, du vergisst's. Ich glaube, jetzt seid ihr eher quitt. Ne? Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Da oben ist der Hebel. Sind dir was schuldig? 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. So, eine Materia. Gewitter.
Warum habe ich das Gefühl, ich bekomme die nicht umsonst? Ja, aber gut, ich gucke es. Wobei, bevor ich jetzt noch irgendwas mache. Weil ich habe da so ein Gefühl. Weil das Spiel schmeißt mir die eigentlich nicht ohne Grund entgegen. Deswegen benutze ich die. Werde ich die jetzt einfach mal mitnehmen. Bald wieder vereint. Okay, aber die sind jetzt woanders? Ebene 3. Ist da? Das ist das? Nee, da komme ich ja. Da komme ich so noch gar nicht hin, ne? Wo die sind. Das heißt, ich muss erstmal hier. Das heißt, ich muss erstmal hier hin und wenn das Spiel mir so viele Gegenstände gegen den Kopf schmeißt und noch eine Ruhepol und alles drum und dran. Ja, das sieht sehr bossig aus. Das sieht sehr bossig aus. Ich kann auch eine Phönixfeder herstellen. Beziehungsweise einen Trank. Den machen wir auch noch. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet. Oh. Was so? Fällt sowas unter Naturgewalten? Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Oh, Schwachpunkt entdeckt. Sieh mal an. Vergiss es. Hey. Erbärmlich. Los, gib alles. Überlass das mir. Angriff. Nein. Töricht nicht, zerfleischt. Übernimm dich nicht. Roger, ich übernehme. Spann die Schirme auf. Jetzt hagelt's bleiben. Auf die 12. Da geht noch was. Da also. Ach da. Achtung, jetzt knallt's. Und auf. Die Chance muss genutzt werden. In Stücke. Angriff in 2. Schluss jetzt. Hab dich. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Limitstufe plus. Bestimmte Synchrofähigkeiten erhöhen deine Limitstufe, wodurch sich noch mächtigere Limits einsetzen lassen. Cloud beispielsweise setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag und auf Stufe 2 Atominisator ein. Über die Codices der einzelnen Charaktere können auch Limits der Stufe 3 erlernt werden. Sehr schön. Erwischt. Schon genug? Er scheint seine Kräfte zu sammeln. Bereithalten. Hey, ich hab doch geblockt. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Ich habe doch geblockt. Du bist am Zug. Mein Auftritt. Ich zerfleisch dich. Oh Gott. Jetzt setzt er sich wieder zusammen. Oh oh. Oh Gott! Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Metrilliardäre. Das ist eine harte Nuss.
Einmal durchschnappen. Aha, bereit. Jetzt hab ich hier das Sagen. Beschwörung, Ramu. Ramu. Wir haben eine Gewittermaterie davon bekommen. Vielleicht ist das Ding anfällig gegen gegen Elektro. Megatrank. Komm vorbei. Überlass das mir. Schon genug? Ja, ist eine Schwäche. Gleich nachsetzen. In Stücke. Jetzt. Jetzt geht's rund. Yes. Und nicht lange dauern. Das. Oh, Limit. Limit, Limit. Mondheuler. Machen wir. Boah. Krass. Weiter so. Zeig so. Hier kommt Barrett! Haha! Verzieh dich! Ich seh dich! Na? Ha! Dreckstück! Magie nicht. Alles bei. Kleine Stärkung. Oh Gott! Yes. Boah, Ramu war eine gute Idee. Oh, scheiße. Ach nee, das ist meiner. Ich dachte, ich will den Stein. Das ist der Gegner. Yes. Geil. Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Okay, das war cool. Der Kampf war wirklich cool. Warte mal. Ich will noch mal ganz kurz zurück und würde mich ganz gerne heilen. Und mich auf die Treppe setzen. Treppe sag ich schon. Auf die Bank setzen. So, wo war's? Wo muss ich jetzt hin? Ach da! Okay. Noch mehr Eisenerz. Ah, jetzt bin ich oben. Okay, gut, jetzt kann ich... auch zu den anderen. Da sind wir wieder. Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würd's an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen.
wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Ich sag mal so, die Turks, die stellen sich ab und zu mal in unser Weg, aber an sich, Sang bzw. Zeng ist kein Unmensch. Deswegen, also wenn es drauf ankommt, denke ich, ja. Los, wird ausgeteilt! Oh Gott. Meine Güte, das fängt ja schon mal gut an. Das finde ich aber schön, dass er direkt in meinen Angriff reinspringt. Nicht so nah! Ein Barrett-Spezial! Wie schmeckt dir das? Los, jetzt! Achso, oh Gott. Alle Kugeln schlucken. Du bist am Zug. Ich leg los. Nee. Besser vorsichtig. Mich aus dem Weg. Los. Gerade noch so. Machen wir noch mal. Kein Risiko eingehen. Gib auf dich acht. Zieh dich zurück. Nachschlag. Nichts überstürzt. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Dreckstück. Jetzt geht's erst richtig los. Und tschüss. Keine große Sache. Naja, die Lebenspunkte sehen jetzt nicht so gut aus, ne? Naja. Oh, dieses, oh Gott, hier ist hier dunkel. Das Licht am Ende des Tunnels. Oh Gott, mach doch jemand das Licht aus, das ist ja grell. Ach du. Oh, lol. Hey, sag mal. Und Shinra? Keine Spur. Das hat niemand verdient. Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Beginn einer neuen Ära.
Und damit sind wir da angekommen, wo der zweite Teil der Demo angefangen hat. Oh, ihr hört euch echt schlecht an. Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Okay. 5. Das Gebiet ist scheinbar auch relativ groß. In der Demo hatten wir ja nur hier den Teil. Flip, das hier. Okay, hier kann man scheinbar, glaube ich, gar nicht hin, sonst wäre das nicht schon aufgedeckt. Da sind die Dings. Chocobo. Ja, genau hier ist die Haltestelle. Dann heben wir die nämlich auch mal auf. Süß. Oh, das rostet auch da so einfach so vor sich hin. Hallo, unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Ja gut, für die habe ich nicht genügend Federn, aber das ist okay. Okay, hier kann ich magisches Puder kaufen. Ich kann Segen des Planeten kaufen. Das ist natürlich... Ah nee, warte, kann ich tau... Nee, doch, kann ich kaufen. Okay, cool. Skilltechnisch. Ob Gabe sich wohl noch mal aufrappeln kann? Wer ist Gale? Ich glaube, die Frage habe ich das letzte Mal auch schon gestellt. Oh, die Schokobo. Oh mein Gott, das ist ein Schokobo in Form einer Winkelkatze. Cool. Hallöchen. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau. Wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich hab ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Oh. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld.
Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Na klar. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Oh. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Bell heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Okay, das heißt, ich muss erst ein bestimmtes Chocobo fangen. Dann werde ich jetzt dieses Chocobo fangen. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Nutze den Zugwagen, um dich okay. Der guckt direkt in meine Richtung. Guckt euch das an. Der weiß genau, wo ich bin. Diese frechte Würstchen, du. Ich soll den Stein auf den Schalter werfen. Okay. Okay. Ich bin nicht da. Okay, Kontrollpunkt aktualisiert. Okay. Der bewegt sich ja in die andere Richtung. Okay. Ich bin nicht da. Ihr habt dann nur diesen Waggon. Oh, Kacke. Kacke. Da steht ja auch noch ein Schokobo. Scheiße. Nee! Machen wir nochmal.
Okay, vom letzten Kontrollpunkt. Aber zum Glück muss man nicht alles nochmal machen. Ah, ich hätte das mit einem Stein ablenken können, fällt mir gerade auf. Gut so. Zwei Schokobo-Federn bekommen. Okay, das ging beim zweiten Mal doch besser, als ich dachte. Hallöchen. Oh, ich habe separate Punkte. Bergschokobos der Yunnan-Region. Bergschokobos können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinuntersteigen. An Steilwänden, auf denen Zeichnungen von Bergschokobos zu sehen sind, erscheint das Symbol Schokobo nach oben, welches anzeigt, dass das Tier diese Höhenunterschiede überwinden kann. Versuch dich also ruhig am Aufstieg. Also damit haben wir dann erstmal unser Berg-Schokobo. Ich weiß gar nicht, ob es die im siebten Teil auch gab. Wahrscheinlich. Wachturm, Meeresbrise. Ich bin bereit. Ist das alles? Jetzt erst recht. Ach, warte mal, ich erinnere mich, hier gibt es ja so viele Fliegeviecher in der Gegend. Das habe ich irgendwie vollkommen vergessen, dass es hier so viele Fliegeviecher gibt. Genau, Fliegeviecher. Habe ich vorher ganz vergessen. Das heißt, ich werde tiefer dann wahrscheinlich mal austauschen. Und statt tiefer Aris mitnehmen. Weil ich hätte gerne mehr Fernangriffe. Oh, warte mal, du bräuchtest noch die Heilmaterie wieder zurück. Boost. Ja, das ist okay. Genau.
sehe gerade, die Prachtklinge hat er auch mittlerweile fertig. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Okay, Barrett, du nimmst noch das. Ah, deswegen hat der Angriff nicht funktioniert, weil ich den nicht gemeistert habe und ich die Waffe nicht ausgerüstet hatte. Oh, ja, macht natürlich Sinn. So, Großkaliber. Was haben wir hier? Magische Attacke. Tierresistenz gegen Unterbrechung beim Feuerstoß. Hm. Ah, das ist auch so. Ich nehme einfach das. Gewitter stehlen. Frost. Nimm mal Toxin noch. Ich weiß, das hatte Feuer Red, aber. Und nochmal. Warte mal, habe ich jetzt zweimal Chakra dabei? Nee. Okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Ach, warte mal. Ich muss den Turm ja noch scannen. Ohne funktioniert nicht. Sehr schön. Und ich sehe gerade, unsere Folge geht auch schon wieder ein Stündchen. Dann hören wir uns noch das an, was Shadley zu sagen hat. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? Protosubstanz? Angespültes Schiffwrack. Ja, die hatten wir uns allgemein noch nicht angeguckt. Ja, okay. Aber ich mache Schluss für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüssi.